ist mein Archiv. Das ist noch mein Archiv. Ich ziehe um in ein großes Atelier. Das heißt, ich suche ein bisschen Kontakt zu anderen Künstlern, also in der Ateliersgemeinschaft. Und ich muss so ein bisschen hier jetzt versuchen, vor dem Umzug mein Leben zu sortieren. Ja, ein Künstler ist für mich jemand im Gegensatz zu einem Lehrer, der malt, der sein Leben riskiert für seine Arbeit. Und ein Künstler ist jemand, der versucht, ein individuelles Leben zu führen. Und das ist ein hochpolitischer Vorgang, weil die Gesellschaft das eigentlich nicht will. Aber ich würde sogar so weit sehen, die Künstler sind die Seele der Gesellschaft. Deswegen sind sie unverzichtbar. So sah ich früher mal aus. Also hier zum Beispiel, guck mal her, 1976. Das ist so eine ganz frühe Studienarbeit. Habe ich noch studiert. So, und dann habe ich so. Guck, das hast du hier, hast du die Negative drin. Das sind die Arbeitsschritte dahin. Das sind Menschen auf dem Betttuch. Ne? Unterschiedliche Menschen, die auf Betttüchern liegen. Ne? Und so verletzlich, ne? Unbekleidet, damit sie verletzlicher wird. Hier sind die Negative drin. Ja? Und dann ist dieses Werk entstanden. So, das ist so eine Vorstufe jetzt. Das bin ich auf dem Betttuch. Meine damalige Freundin, von der ich mich gerade getrennt habe, und dann mit den Socken ist der Professor. Guckt, der hat die Unterhose angelassen und die Socken an. Das ist wieder typisch, ne? Und ich habe dann später, das Werk war dann, dass ich die Putzfrau gebeten habe, sich auf mich draufzusetzen und ihre Hand auf meine intimste Stelle zu legen. Der Weg zur Wirklichkeit geht über Bilder. Die rote Couch ist Markenzeichen, Material und Medium des Fotografen Horst Wackerbarth seit Jahrzehnten. The Gallery of Mankind nennt er sein Werk. Menschheitsgalerie. Achtung, 1, 2, 3 und jetzt? Bekannte und Unbekannte auf Augenhöhe. Okay, Theo rein. Die rote Couch führt zusammen. Das eigene und das fremde. Herausgehoben und hineinversetzt in diese eine, einzige Welt. Here and There heißt sein neuestes Projekt. Thema Migration in Duisburg, Immigrant Aliens. Ich habe mir einfach überlegt, dass diese Tiere ja auch gezwungenermaßen Migranten sind und dass die das Tier, diese Kreatur irgendwie auch in mein Projekt gehört. Ja? Weil ich finde, dass wir Menschen sowieso viel zu schlecht mit den Tieren umgehen. Und wenn ich zum Beispiel einen Schweinetransport auf der Autobahn sehe, dann habe ich meistens den ganzen Tag schlechte Laune. Obwohl ich ja noch selbst ein Fleischfresser bin. Ja? Mm-hmm.
Ja, ich wollte einfach mal so Sachen machen. Die Couch taucht irgendwo auf in einem Zusammenhang und ich gucke, was passiert. Und ich nehme gar keinen Einfluss, was passiert. Und das konnte ich da eigentlich sehr gut machen. Also, die Couch war, wie gesagt, in dem Zustand. Ja? Und ja, und irgendwann sieht sie dann so aus. Ja? Merkez Moschee, Duisburg-Maxloh. Horst Wackerbart ist Menschensammler. Seine Fotoinstallationen, soziale Aktionen, Eingriffe in Lebenswelten. Schön, Sie wiederzusehen. Dankeschön. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ich wollte Ihnen endlich mal das Bild bringen. Ich weiß, es dauert manchmal ein bisschen länger, bis ich das tue. Dankeschön. Aber ein Buch bekommen Sie auch noch. Sie bekommen dann auch noch mal die endgültige Fassung. Aber vorläufig wollte ich Ihnen dieses Bild signiert schon mal überreichen. Ja, danke schön. Unser Werk über die monotheistischen großen Religionen. Ja, danke schön. Nicht Judentum, gut. Islam und Christentum. Ja, danke schön. In Duisburg. Ja, danke schön. Bitte, bitte. Ja, danke schön. Gern. Ja, bitte? Ja. Danke. Kunst muss Wirkung haben, Auswirkung. Hallo, Rabbiner Zindel. Oh, schön, Sie wiederzusehen. Und das wollte ich Ihnen überreichen. Ich habe es signiert. Dankeschön. Ja. Das ist aber sehr, sehr gut geworden. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Ich freue mich, dass ich auch beigetragen habe für dieses Projekt. Naja, wenn man von den monotheistischen Religionen spricht, muss man die Älteste ja dabei haben, ne? Ja. Hallo, Pfarrer Hochscheid. Ja, lieber Herr Wackerbart, herzlich willkommen in der Kirche auf dem Damm. Schön, Sie wiederzusehen. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, wunderbar. Klasse. Ich bin überglücklich. Eine große Sache. Uns drei hat die Kunst auf jeden Fall zusammengebracht. Und das ist ein Anfang. Der Hoffnung Zeichen setzen. Denkzeichen. Ja. Aber gut, das lassen wir mal so. Die rote Couch als Symbol des Verbindenden, des Gemeinsamen im Verschiedenen. Das ist sowas, lassen wir. Sollen wir gucken, reicht das mit dem Himmel oder willst du dann noch ein bisschen mehr holen? Ja, ein bisschen mehr Himmel wäre gut. Du weißt doch, der liebe Gott wohnt im Himmel. Bildbearbeitung. Ich habe diese Ecke gesehen im Landschaftspark Nord. Und der Boden ist wie Wüste und die Religionen kommen aus der Wüste. Und zuerst dachte ich, als ich diese Türme gesehen habe, irgendwie, das könnte so eine Festung im Jemen sein oder sowas. Und dann fiel mir ein, drei Türme, drei Religionen, hier eine Öffnung, oben der Himmel. Hier hinten ist ein armer Gläubiger, der sich auf dem Weg in den Himmel aufgemacht hat. Und ich dachte, dass das irgendwie passt. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Das Schöne ist der Glanz des Wahren. Also keine einzige Manipulation, das Bild muss authentisch bleiben, keine einzige Manipulation, die irgendeinen Inhalt im Bild verstärkt, aber durchaus eine ästhetische Änderungen, die die Bildaussage verstärken. Das ist meine Philosophie. Ich finde es immer wichtig bei einem guten Bild, dass das viele verschiedene Bedeutungsebenen hat. Erstens hat das fotografische Bild, wie auch die naturalistische Malerei, natürlich, die tut erstmal so, als würde sie das abbilden, wie es ist. Was aber absoluter Lug und Trug ist. Weil so wie ein gemaltes Bild entsteht, ein naturalistisches, so eine Fotografie, kriegt dieses Werk in dem Moment sofort eine eigene Wirklichkeit, die gar nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. Also das ist dieser Lug und Trug realistischer Kunst, so ist es gewesen, ist aber nicht so. Und das ist in der Fotografie, deswegen, aber andererseits ist die Fotografie dann auch für Bildungsfernere
Schichten gibt es ja erstmal vor, verständlich zu sein. Wenn du aber ein gutes Fotokunstwerk hast, dann verbergen sich hinter dieser sichtbaren Oberfläche immer wie weitere Bedeutungsebenen, die du schälen kannst. Du bekommst auf immer mehr Schichten. Und das ist ein gutes Bild. Und ich stelle selbst fest, ich produziere ja auch mal Gurkenbilder, die nicht halten, was sie versprechen. Aber die guten Bilder, die ich gemacht habe, von denen ich auch weiß, dass sie gut sind, die haben diese verschiedenen Bedeutungsebenen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dann kriegt das Bild so eine Magie, die dem Bild innewohnt, die sich auch auf den überträgt, der vielleicht nicht bereit ist, die Bedeutungsebenen alle zu schälen und zu analysieren. Parallele Welten, die rote Couch und Schalke 04. Individuum und Masse, zwei Pole im künstlerischen Universum des Horst Wackerbarth. Die Ultras sind für mich die wahren Fußballfans. Weil die Ultras, die bekämpfen die Kommerzialisierung des Fußballs. Und das, was der Fußball war und ist und noch bleiben sollte, also einmal diese Verbundenheit mit der Region, mit dem Verein. Die Ultras repräsentieren den authentischen Fußball. Schalke war immer ein Verein, der wurde so ein bisschen mit Ruhrpott und Kanackentum und so ein bisschen Assi, irgendwie Proleten, Kumpels verbunden. Und wenn man, ich denke mal, wenn man kein Bayern-München-Fan sein will, kein BMW fährt, keinen Schnauzbart trägt, oder doch, dann wird man vielleicht Schalker. Also mir hat das mit diesem Underdog-Sein schon immer mit Schalke sehr gut gefallen. Deswegen war mir Schalke immer sehr sympathisch. Schalke! Arena auf Schalke. Die Kurve der Ultras. Die Nummer 1 im Boot sind wir. Wir und ihr. Übereinstimmung und Verein, Masse und Macht. Was mich halt am Fußball fasziniert, ist das Thema Masse. Also das Thema Masse und Individuum. Das ist für mich was ganz Faszinierendes. Und das ist auch für mich jetzt wieder eine neue Erfahrung. Und ich glaube auch, es werden bestimmt noch Werke entstehen zu dieser Thematik Masse und Individuum. Und das ist halt im Fußball, besonders in den Kurven, wahnsinnig authentisch. Und ein sehr unverfälschtes, direktes Erlebnis. Und ich glaube auch, dass da so die Sehnsucht der Menschen erfüllt wird, ihre Grenzen zu überschreiten. Die Menschen haben zu wenig Möglichkeiten, ihre Grenzen zu überschreiten. Du sollst über Wiesen reiten, durch rotes Gras, auf einem blauen Pferd ohne Sattel. Zuhören, wenn du auf Menschen triffst und dir ein Bild machen von der Welt. Grenzen überschreiten. Fakt ist, dass die Rote Couch halt ein sehr markantes Projekt ist, was ich seit mehreren Jahrzehnten verfolge, weil mein Ziel ja ist, mit dieser Red Couch, a Gallery of Mankind, ein großes Porträtwerk zu schaffen, um das niemand herumkommt. Und da kann man dann schon sagen, das ist was Zentrales. Thank you.
Bild und Mensch. Zu jedem Foto entsteht ein Video. Antworten auf Fragen nach Glück und Hoffnung, Angst und Versagen. Erlebt von einem Waisenkind, ohne Hilfe in guten wie in schlechten Tagen, immer ohne einen Groschen in der Tasche, ohne Mutter, ohne Vater, nur begleitet von diesem Schicksal voller Leid. Was habe ich falsch gemacht, dass ich geboren wurde? Warum musste ich im Waisenhaus groß werden? Kämen doch meine Mutter und mein Vater. I have no definition of happiness really, except that. Ich habe keine genaue Definition von Glück. Glück ist eines jener abstrakten Dinge, die jeder vor sich am Horizont sieht, genauso wie Perfektion. Man muss sich danach sehnen und gleichzeitig hoffen, es nie zu erreichen, denn es wäre zu schön, um wahr zu sein. Von mir selbst würde ich sagen, dass ich ein äußerst glücklicher Mensch bin, wenn auch natürlich nicht ständig. Meine Vorstellung von Glück ist, eine Familie zu haben. La santé. Gesundheit. Vielleicht, als ich ein Gesellschaftsspiel bekommen habe. Was ist das? Glück. Die andere Seite ist die, was ich manchmal bedauere, dass andere Werke, die ich von mir aus, und ich bin auch wirklich selbstkritisch mir gegenüber, eigentlich für genauso gut halte, wie das zum Beispiel da hinten, dann die gehen dann ein bisschen unter. Die waren zusammen ein Paar, ein Liebespaar, und irgendwann hat er sich dazu entschieden oder wurde entschieden, schwul zu sein. Und dann haben sie aber immer weiter gearbeitet. Und ich habe da eine Serie gemacht von, na, von 20 Bildern aus dieser Szene. Und da war ein Bild, da hatte das Negativ einen Kratzer abbekommen. Und zwar genau unterm Auge. Und das fand ich so schön, diesen Kratzer. Weil ich irgendwie gedacht habe, das ist ja wie eine vernarbte Träne. Und deshalb habe ich dieses Bild dann ausgewählt. Das sind Abzüge, die wurden nicht geleckt irgendwie hergestellt. Sondern ich habe mit dem Eimer Entwickler an die Wand geschüttet, habe den mit Pinseln verrieben und habe dann das Fixierbar drüber geschüttet. Und deswegen hat das so ein bisschen diesen Verlauf und diesen Charakter gekriegt. Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken. Mit jedem Menschen kommt ein eigener Ton zur Welt, der klingen will im Leben. Klangkörper, Versuch einer Visualisierung. Hall und Nachhall, Schall und Wahn. Düsseldorf, Kunstmetropole zwischen Rhein und Ruhr, Stadt der Künstler.
Heimat ist da, wo meine Couch steht, sagt Wackerbart. Und die steht jetzt hier in Düsseldorf. Das neue Atelier. Ein Gemeinschaftsatelier befreundeter Künstler. Hier will er arbeiten. Hi, Stefan. Grüß dich. Hi. So, da kommt's hin. Ne? Ja. Müssen wir noch den Boden rausreißen. Ein bisschen hier mal was auf Vordermann bringen. Ja, der Edo will, glaube ich, anfangen. Will mal eine Archivkästen bauen. Ne? So. Wackerbart ist Netzwerker. Seine Kunst diskursiv. Sie braucht Reibung, Menschen, die Ähnliches machen wie er, die Szene. Immer schon und überall. An der Kunsthochschule in Kassel, wo er studiert hat. Später dann in New York, Los Angeles, in Paris. In New York hat er die rote Couch entdeckt, für sich und sein Werk. Das war 1979, da hatte noch niemand begriffen, welch große Idee da geboren war. Er reist mit der Couch kreuz und quer durch die USA. Tausende Porträts entstehen, eine fotografische Gesellschaftsanalyse. Sein erster großer Bildband schlägt wie ein Meteorit in die Bilderwelten der modernen Fotografie. Jo, ne? Und dann machen wir ein schönes Fest. Jo, absolut. Ich muss mal ein bisschen hier zusammenräumen. Ne? So, ich glaube, wir machen es groß. Überall. Beides, überall. Das Fest ist große Performance und ein Signal. Hier und da, das Projekt lebt, trotz Wirtschafts- und Finanzkrise. Hier sind die ersten Arbeiten zu besichtigen. Und über die Finanzierung vom Rest lässt sich doch reden bei so einer Gelegenheit. Sparkassendirektor, Kulturdezernent, Bürgermeister, die Fans von Schalke 04 und die künstlerische Avantgarde von Duisburg. Sie alle sind hier Teil eines Gesamtkunstwerks, ganz nach dem Geschmack des Gastgebers. Ich habe ja in einer bestimmten Lebensphase Werbung gemacht. Etwas, was mir heute nicht mehr so ganz recht ist, weil ich habe dadurch sicher viel Zeit verloren und wäre in meiner künstlerischen Entwicklung sicher weiter, wenn ich das nicht getan hätte. Aber ich komme aus relativ kleinen Verhältnissen und die Verlockungen waren doch sehr groß, so mal richtig Geld zu haben und Mädchen zu haben und Models. Und ich glaube sowieso, dass viele Leute Gitarre lernen und eine Band gründen oder Fotograf werden, weil sie Mädchen wollen. Das ist der einzige Grund, denke ich mal. Und ja, und hier ist jetzt so ein Ableger, wie so ein Projekt wie Paradies jetzt dann zur Werbung wird. Ne? Ja, und hier sind jetzt ist die Vertreibung aus dem Paradies. Und dann haben wir immer so aktuell dazu getextet, ne? Wir wünschen uns mit Adam und Eva, dass der Mensch sich sein Paradies auf Erden schafft. Hier ist die Versuchung, ne? Wir wünschen mit Eva, dass das Artensterben nicht bis zum Ende weitergeht. Oder wir wünschen mit Eva, dass für eine Verführung biologische Äpfel zur Verfügung stehen. Und hier natürlich, wenn man das dann konsequent weiterdenkt, eine Geschlechterspiegelung. Also einmal ist Jesus eine Frau, inszeniert als Abendmahl.
Und dann kann man es so wenden. Und dann ist Jesus ein Mann und die Jünger sind Frauen. Barbusige Frauen. Dieses Bild war auch eine Werbeanzeige für Otto Kern Jeans. Also die Variante, die zwei Varianten. Und das gab damals ein ziemliches Theater. So, die Bild-Zeitung hat dann so geschrieben, nacktes Abendmahl, was sagt der Bischof dazu? Und dann habe ich da irgendwie säckeweise Post bekommen. Sowohl Leute, die sofort Posters kaufen wollten und das total befürwortet haben, als auch Leute, die sich in ihren Gefühlen verletzt gefühlt haben. Und es ist halt so, dass du kannst mit Werbung kannst du noch richtige Skandale machen. Was mit der Kunst gar nicht mehr geht. In der Kunst ist alles gemacht und es wird automatisch alles akzeptiert, wenn es den Stempel Kunst gibt und den Stempel der Kunst hat. Und wenn etwas als Werbung auftaucht und es richtig breit und fett plakatiert in den Städten, dann kann man echt noch was anrichten. Ne? Und irgendwie, ich finde ja, das ist ein Skandal. Immer ein super guter Lernprozess ist, auch ein gesellschaftlicher Lernprozess. Und ich würde das heute anders machen. Ich würde heute nicht so schöne Mädchen nehmen. Ich würde das heute mehr mischen. Nach dem Fest die eigentliche Weihe des neuen Ateliers. Als kleine Wiedergutmachung oder nur so zum Spaß. Wackerbarth mischt neu. Die Gäste des Vorabends sind seine ersten Protagonisten. Zur Inspiration habe ich mal das Alte dahingestellt. Das Alte, was ich da habe ich halt einen Deal mit einer Modelagentur gemacht. Und das ist ja genau das, wovon ich weg will. Ne? Ja. Von diesem Scheiß. Ne? Das ist hier. Ihr müsst euch setzen, ihr dürft nicht stehen. Das ist nur eine Inspiration für. Hier, Leute, das ist nur eine Inspiration für Mimik und Gestik. Gabo, du musst aber auch agieren. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Freunde. Wir legen los. Ja. So weit oder geht das nicht? So, pst. Jetzt nicht sprechen, weil ich habe eine halbe Sekunde. Stopp. 1, 2, 3 und jetzt. Super. So, Leute, jetzt machen wir noch ein paar große. Wackerbarth spielt professionell, mit Neugier, Lust und Leidenschaft. Vielleicht wird so Kunstgeschichte gemacht. Jetzt, da fliegt es, das Vögelchen. Jeder kriegt ein schönes Bild, ein signiertes. Versprochen, auch wenn es so ein bisschen dauern wird. Kunst und Kommerz. Horst Wackerbarth inszeniert Mode als Kunst, als Hommage an die Kunst seiner Malerfreunde. Der Maler Jörg Immendorf. Der Jörg wollte Bilderpickel sein. Deswegen ist er hier so am Rand, so guckt er da so um die Ecke. Und es ist eines seiner großen Gemälde. Ich weiß nicht, ob es jetzt Café Deutschland Serie ist. Sieht fast so aus. Kann ich genau sagen. Und hier sind die ganzen Leute hier aus der Kunstgeschichte. Josef Beuys. Da hinten ist Penck.
Jörg stellt sich als Kellner dar, der die Suppe verteilt. Duchamp ist im Bild. Und hier unten, das hat ja so einen Bühnencharakter. Und das ist eine Robe von Romeo Gigli. Einem, das war zu der Zeit ein sehr angesagter Designer. Und die habe ich dann halt so als Bühne inszeniert. Ein Hochzeitskleid von Thierry Mugler und der Maler Markus Lüppertz. Der Maler Konrad Klapek und Sibyl. Im Atelier mit Günter Uecker. Gewalt und Zärtlichkeit. Ich will machen, was ich will. Und ich möchte nicht Konventionen nach Konventionen leben oder in irgendwelchen Mustern und Schubladen. Und dieses, das ist für mich der wahre Luxus. Und nicht jetzt irgendwie mit einem dicken Auto und Prada und, oder Porsche oder irgendwas den dicken Macala zu machen. Das finde ich unheimlich peinlich. Abendessen mit Hedi, Hedi Valenciese. Sie gehört zur Familie irgendwie und ganz konkret. Also ich finde für ein Kind ist das eine ganze Menge. So. Ja. Das ist Vincent, Horsts jüngster Sohn. Er lebt bei Isabel, seiner Mutter, in Belgien eigentlich. Horst und Hedi haben zusammen gelebt und gearbeitet, sich getrennt, aber nie verloren. Hedi auf die Frage, was Horst für sie ist. Wie ein Zwillingsbruder, wie ein zweites Ich. Also wir verstehen uns wirklich wortlos. Und mit Worten natürlich auch. Aber es ist wie ein zweites Ich. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist so, schon als wir uns kennengelernt haben, war das irgendwie so, als würde es für immer sein. Und auch wenn wir schon jetzt fast 20 Jahre getrennt sind, ist es aber trotzdem so eine Verbindung, mit der unsere jeweiligen Partner auch leben müssen, was ihnen nicht immer unbedingt Freude macht. Aber ja, er ist ein wunderbarer Mensch und ein Teufel. Und das macht es wahrscheinlich so spannend. Antworten stellen Fragen. Was ist für ihn wichtig im Leben? Die Kinder und meine Lebenspartnerin. Und meine Freunde. Und ja, und dann irgendwo im Ranking unter den ersten 10 ist dann natürlich auch Schalke 04. Ne? Arbeit und Leben. Die Leidenschaft für den Fußball wiegt schwer. Schalke 04, da muss durch, wer in sein Leben will. Ich war ja auch ein paar Mal mit bei Schalke. Hab Horst immer furchtbar enttäuscht. Auf Schalke. Siehst du, das ist schon die erste Enttäuschung. Die zweite Enttäuschung war dann, dass ich nicht genauso leidenschaftlich mitgesungen habe. Also ich glaube, das war gar nicht so ein ganz glückliches Unternehmen, da mitzugehen. Und von daher, ich glaube, der Horst teilt das wirklich also sehr, nein, sehr gerne. Also nein, wenn du in einem Block sitzt, ja, und deine Braut, sage ich mal. Deine Schalke-Braut, die lobt nur den Gegner, wie toll der spielt. Und alle gucken dich befremdet an. Und irgendwann nimmt dich ein Kollege zur Seite und sagt, lass es sein, ich habe das auch mal versucht. Lass die Alte zu Hause, das ist besser so. Dann funktioniert das nicht. Aber Horst, gib zu, zweimal war ich mit dir in der Kurve, da warst du ganz stolz auf mich. Ja. Wobei, da war in der Kurve, es war die Krisenzeiten, da war in der Kurve nichts los. Noch ein Abendessen. Diesmal mit Regina, der Lebenspartnerin, und Lukas, ihrem Sohn. Regina ist Psychologin und Therapeutin in Beziehungskrisen. Du warst ja letzte Woche, oder was? Ja. Zu selten. Durch diese blöde Veranstaltung.
Ach, komm doch mit. Das Was vielleicht ganz hilfreich ist, als Horst auf die Frage nach der glücklichsten Schnittstelle zwischen ihnen antwortet. Doch, ich finde, dass wir immer guten Sex haben. War mir klar, dass du das sagst. Nein, das ist ja dann auch noch mehr. Das erreicht ja auch irgendwann das Seelenreservat. Das ist wirklich schwer zu beschreiben. Es hat schon etwas mit einer punktuellen, ganz intensiven Hingabe zu tun, wobei wir uns relativ wenig sehen, auch als Paar. Und wie dann diese Momente der Hingabe zustande kommen, ich kann das nicht sagen. Also da kommt vieles zusammen. Also wir teilen so eine sehr intensive Lebenslust, wir teilen aber auch eine ganz intensive Lebenstrauer. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Schnittstelle. Und unsere beiden Berufe, die haben auch eine Menge miteinander zu tun, was man erst so am zweiten oder dritten Blick spürt. Weil es geht natürlich um Leben, es geht um Liebe, es geht um Tod, es geht um die großen Themen und um die ganz kleinen Alltagsthemen, die natürlich auch das Leben meiner Patienten ausmachen und in meiner Psychologie einen ganz hohen Stellenwert haben. Und das sind natürlich auch genau Themen, die Horst hat. Und dann gibt es so Momente, die sind schon sehr einzigartig, wo wir wirklich ganz genau spüren, was meint der andere. Und dann leben wir wieder in ganz getrennten Welten und sind ganz erstaunt, dass wir so schwer miteinander reden können. Das gibt es also auch. Lukas, Regina, könnt ihr mal die Plätze tauschen? Aber ja, natürlich. Jetzt sind wir dazwischen, oder was? Müssen wir hier so rechts und links sitzen? Ja, nee. Nee, komm du mal zu dir, mein Schatz. Ja, ein bisschen näher. Los, Lucky. Alles klar. Ich habe eine wahnsinnige Angst davor, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde mit Regina und einen Plan aufstellen würde, wie werden wir gemeinsam nicht nur alt sind wir schon ziemlich, also noch älter. Das sind Fragestellungen, vor denen habe ich nur den Horror. Ich möchte lieber, dass wir uns immer wieder neu mit Begeisterung und Leidenschaft erfinden. Ich glaube auch, dass das die größten Chancen hat. Also ich glaube, dass das, was für die Arbeit gilt, das gilt auch für die Beziehung zu einer Frau. Macht ihr mir mal ein bisschen Platz? Familienfoto auf roter Couch. Erste Abteilung. Regina und Lukas. Familienfoto. Zweite Abteilung. Die Söhne Vincent und Vanya. Vanya findet seinen Vater stur, verbissen in die Sachen, die er macht. Wenn er was anfängt, bringt das zu Ende. Braucht ein bisschen, um aus sich rauszukommen, um ein bisschen liebevoller zu sein. An sich ein Mensch, der mit fast allen Leuten klarkommt. Ist ein Chaot, ne? Und ich habe Respekt für seine Kunst, aber ich finde noch keinen Bezug zu richtig, vielleicht später. Ich finde ihn unheimlich, ist ein netter Typ und wie gesagt, er ist ein Chaot und er raucht und so, es regt mich ein bisschen auf manchmal, aber ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Und es ist ja schade, dass man dich so selten sieht manchmal, also, ja. Ja, wir sind eine riesen Patchwork-Familie, da hast du recht. Und ich habe es nie anders kennengelernt, von daher denke ich, aus mir ist bis jetzt was ganz Gutes geworden und ich komme ganz gut damit klar. Im Zweifelsfall würde er sich ein Stück herreißen für seine Kinder. Also ich kann nicht sagen für seine Frauen, aber für seine Kinder auf jeden Fall. Die Söhne und Hedi. Familienfoto, dritte Abteilung. Ja.
Alles, was bleiben wird, wird Abbild sein. Vielleicht eine Fotografie. Im Bruchteil einer Sekunde offenbart sich uns etwas von unserer zukünftigen Abwesenheit. Ich werde 60 und natürlich ist mir mein Werk schon unheimlich wichtig. Also auch so, dir wird dein zeitlicher Rahmen ja immer klarer, auch je größer deine Söhne werden. Und dir wird deine Vergänglichkeit immer klarer. Weil wenn du jung bist, bist du ja irgendwo im Inneren felsenfest der Auffassung, dass nur alle anderen sterben, aber du nicht. Und das ist etwas, wo ich dann viel darüber nachdenke, über das Werk. Weil das Werk ist eine Chance, ein Stückchen Unsterblichkeit zu erlangen. Und das finde ich schon, den Gedanken finde ich schon extrem sexy. Also, dass man sagt, so, man gammelt da so vor sich hin und wird von den Würmern zerfressen. Aber so das Bewusstsein und die Vergeistigung, die bleibt in den Werken. Und das wäre schon, also dem würde ich schon sehr viel unterordnen. Dem Augenblick die Ewigkeit. Die Empfindung für das, was wir sind, jeder für sich allein und alle mit allen. Teile eines einzigartigen Ganzen.